Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wie schon in der letzten Folge angekündigt, sind wir heute mal dabei, die Sachen vorzustellen, die wir jetzt schon freigeschaltet haben. Quasi von 1 bis 10 im Spielbrett. Passt eigentlich ganz gut. So, das erste haben wir ist ein Spielerbild. Ganz normal. Ist jetzt... Also mir persönlich liegt es jetzt nicht so. Ne? Ist halt jedem selbst überlassen. Kann ich jetzt halt nicht so viel mit anfangen. Dann haben wir 10 Turbodüngergranaten. Wer nicht weiß, was Turbodüngergranaten sind, wenn ihr euer Getreideernt einmal abgeerntet habt, könnt ihr die Granate draufschmeißen und zack, es ist alles wieder respawned. Das heißt, ihr habt dann auch instant wieder alles da, was ihr habt. Funktioniert überall, egal ob ihr jetzt auf irgendeine Werkstatt geht oder ob ihr das in eurem eigenen Camp macht. Es geht überall. Sogar bei Verbündeten, also sprich Freunden im Camp und Co. So, perfekter Kaugummi. Ja, supi. Dann haben wir, dazu kommen wir gleich später, das habe ich mir schon zugewiesen und schon aufgestellt. Dazu gab es jetzt auch noch für die Fallout First, was ich ehrlich gesagt ein bisschen diskriminierend finde, das auf dem Spielbrett zu machen. Ne? Für die Fallout First gibt es dann halt nochmal einen Bruderschaftsrahmen. Ist ein bisschen fragwürdig. Denn sauberer Aktenschrank, auch dazu kommen wir später. Voltec Lunchboxen, die werde ich mir nicht zuweisen, ich habe hier noch 10 Stück. Voltec Bett, auch das kommen wir später. Dann haben wir hier noch das Ressourcenpaket Mittel, das werde ich mir jetzt auch nicht zuweisen. Und 150 Atome. So, wie gesagt, das mit den Fallout First Eigendingern finde ich nicht so toll. Ja? Aber gut, kann ich halt nichts ändern. Dann gehen wir mal hier hinten. Habe ich so einen kleinen Raum aufgestellt, mal auf die Schnelle. Ich denke mal, ich werde das nochmal ordentlich ausbauen. So, fangen wir erstmal an mit den antike Boxbirne. Ich finde die Animation ja richtig cool. Bei der antiken Boxbirne kriegt man sogar nach der Zeit einen kleinen Buff. Ähnlich wie bei der Hantelbank, bei Musik, bei Schlafen. Und zwar kriegt man dafür 30 Minuten plus 2 Beweglichkeit. Ich hatte mir jetzt eben schon mal einmal abgeholt. Ich weiß jetzt nicht. Müsste eigentlich nochmal klappen. Können wir auch gleich testen, ob das dann doppelt zählt. So wie damals bei der Hantelbank. Beweglichkeit, ja, ist eigentlich für wie viel Max-AP man hat, quasi. Da, ah, da kam er auch schon. Bing, bing. Sind wir fertig. Und wie gesagt, halbe Stunde zählt er. Wo haben wir ihn? Da oben. Ja. Halbe Stunde hat man ihn drauf. 2 Bewegungen. Das ist echt nicht schlecht. Das heißt nochmal maximale AP. Einfach mal oben drauf. Und meinem für die Schleicher halt nochmal ein bisschen schwieriger zu entdecken. Ist ganz cool. So, dann sauberer Büroschrank ist einfach nur eine Lagerkiste. Ja. Das Coole an der Lagerkiste ist, die ist snappbar. Das heißt, die lässt sich snappen. Finde ich echt nicht schlecht. Also mal eine Kiste, die man snappen kann. Also sprich hier so. Ne? Die snappt sofort wieder richtig dran. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ja, und das letzte. Das Voltec-Bett. Da legen wir uns nochmal kurz rein. Naja. Bisschen groß für eine Person, finde ich. Aber na gut. Manche Leute stellen sich ja auch gerne mal ein Riesenbett hin, weil man denn beim Schlafen mehr Platz hat. Ja? Gut, für mich wird es jetzt nicht unbedingt ausreichen. Da bräuchten wir dann 2 Betten davon. Aber na gut. Eins für Mausi und eins für mich natürlich. Ja? Wobei sie dann sowieso in meinem Bett schlafen wird. Egal, ob ich jetzt ob wir zwei Betten hinstellen oder nicht. Gut. Das war's jetzt dazu. Ich hoffe, das war jetzt auch hell genug. Auch ohne, dass die Dinge an waren. Na, ich werde auf jeden Fall hier hinten so eine kleine Show-Ecke draus machen. So, dann machen wir das Ganze wieder zu.
Das war's ja jetzt so im Ganzen. Ist ja noch nicht viel. Und ja, 10 Turbodünger-Granaten. Ja. Braucht man auf jeden Fall. So, machen wir jetzt aber weiter mit dem LP. Das bedeutet, jetzt gucken wir mal, dass wir nochmal das letzte Level schaffen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. So, dann nehmen wir immer dich raus. Ich sollte vielleicht nochmal legendäre Scheine jetzt runterkaufen. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen, aber dann kam halt Strahlenschlägerei und man kennt's ja. Ne? Da ist ein Blümchen. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach Rusty Peak runter. Da müssen wir mal gucken. An und für sich, alleine durch die Questen dürften wir es hinkriegen, die wir jetzt noch offen haben. Wenn jetzt nochmal zwischendrin eine Verteidigung oder so ist, ja, könnte man auch nochmal mitnehmen. Gibt ja alles EP. Und jetzt mit der mehr 2 Beweglichkeit, ne? Passt das ganz gut. Passt das ganz gut. So, Schrottweitwurf. Ja, siehst du, da fehlte mir sogar noch eine Quest. Eine Questline. So, dann hole ich mir gleich, na, rüber da, meine 3 Karten. Dann holen wir jetzt nochmal die legendären Module. Ich schrotte nochmal den Rest, was ich jetzt schon gefunden habe. Einfach mal rein. So. Da, 10 Module. Werden wir noch schwerer, aber egal. Und dann haben wir hier jetzt nochmal ein bisschen Klimselbimsel. Haben wir irgendwas großes Klimselbimsel? Ja, ich habe ganz viel großes Klimselbimsel. So, dann haben wir hier noch eine Einer-Rüstung. Noch eine Einer-Rüstung. Ah, komm. Was wiegt denn am meisten? Wenn ich jetzt so, so und so mache, haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Gewicht eingespart. Das passt. So, dann machen wir hier auch gleich noch die Glückstreffer auf. Eieieiei, ich habe hier noch bekannte Baupläne. Und das nicht gerade viel. Wenig. Ach stimmt, den Symptomat, den habe ich jetzt von Morsi ja noch gekauft gehabt. Ist ja auch cool, dann lernen wir ihn auch gleich nochmal. Und dann haben wir jetzt auch die Glückstreffer. 2 gleich ums Eck. Trotzdem schnell reisen, sind wir schneller. Einladescreen kriegen wir eh. Und so sparen wir uns ein bisschen Fußweg. Und dank den täglichen Glückstreffern, die wir da immer gemacht haben, ist das Blei eigentlich ganz, ganz gering angekratzt nur. 10.000 werde ich zwar nicht mehr halten, aber das passt schon so. So, dann war das oben bei Mount Blair, das Ding. Weil jetzt nochmal 15 Bleischrott hier, nochmal 15 Bleischrott da. Das läppert sich halt ordentlich. Und das ist ja eigentlich gerade das Gute. Ein Flughafen von Mischlingen befreien. So, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich den Falschen gleich ansteuere. Bin gleich da. So, niedel euch einfach mal kurz weg hier. Wir wollen ja noch EP haben hier. Hier hinten noch einer? Nee. So, und jetzt müsste das sehr geradezu sein, ne? Ja. Beanspruch Mount Blair. Nee, den wollen wir nicht beanspruchen. Den netten Mount Blair. Dann haben wir die fertig. Der hier ist eigentlich auch easy peasy. Den holen wir uns dann gleich mit ab. Dann passt das eigentlich. Gibt nochmal ein bisschen EP oben drauf. Wie gesagt, Glückstreffer sind für mich immer noch am produktivsten. Gibt ab und zu mal Granaten. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Schrott. Den man sowieso öfters mal braucht. Und noch EP dazu. Was will man mehr? So, jetzt hole ich mir erstmal meinen Flughafen wieder. Ich denke mal, das wäre gar nicht so verkehrt. Mal den Flughafen wieder beanspruchen.
So, dann machen wir kicken hier. Ah, stehen alle relativ nah beieinander. Bloß der Zoom-Bug war mal wieder. War schon wieder schneller als die Polizei erlaubt. So. Natürlich struggle ich nochmal nach hinten. Na, haben wir noch einen hier? Dahinter verstecken zählt nicht. Ich erwisch dich trotzdem. So, wo ist der letzte? Der ist direkt neben uns irgendwo. Was? Wo denn? Wie denn? Was denn? Wer denn? Ach, da hinten versteckt er sich. So. Passt wunderbar. Aber das nächste abgeschließt. Gut, dann gehen wir mal den Schrottweitwurf machen. Auch der ist recht schnell durch. Müssen wir mal gucken, dass wir noch in der nächsten Folge. Also nächste Folge peile ich so das Level up an. Das wäre so göttlich. Aber jetzt erstmal Schrottweitwurf. Begrüßen wir sie gleich mal mit ein paar Granaten. Okay, wunderbar. Ein Schuss, ein Treffer. So, der hat auch gut gepasst. Gewinnen Sie als Preis Mr. Fuzzy Marken. Mr. Teddy's will ich haben. Persönlichkeit Zack nicht gefunden. Laden des Persönlichkeitsmoduls fehlgeschlagen. Standard Persönlichkeit initialisiert. Na. Stand ID Schrott. Wir haben doch. Jetzt hör auf, immer einen Nahkampfangriff zu machen. Auf Ziel Schrottbehälter. So lange kann ich ja schon bald gar nicht mehr die Alt-Taste drücken. Mr. Fuzzy Marken zu erhalten. So, das ist fertig. Dann gucken wir mal. Sonst hatten wir nur noch da unten und Holmes noch. Das heißt, ich würde... Ja, komm. Wäre günstiger. Ich gehe einmal in mein Camp zurück. Gib Commander die Waffenkiste. Und dann gehen wir zum Schützenverein. Holen uns die Schießziele. Und, oh, er hat uns nur 7 Stimpacks gegeben. Oh. Da glaube ich ja irgendwie nicht dran. Wenn du von der Untersuchung. So, und Berserkers Repetierpistole. Hm, nee. Aber gut, ist die nächsten Tage wieder was für den Schredder. Das heißt, das passt schon wieder. Gut, Platzbeschränkung. Ich hatte schon so lange keine. Wo haben wir die Ziele? Die Ziele sind schon beim Hornstrauch sterben. Keine Ahnung. Okay. Porten wir einmal kurz hin. So, dann ja. Der Bürgermeister von Grafton. Wenn dort draußen jemand ist, dann hören Sie gut zu. Unsere Hornsträucher wollen nicht blühen. Das lässt das ganze Tal so trostlos aussehen. Gehen Sie los und düngen Sie diese armen Bäume. Also, worauf warten Sie noch? Nope. Keine Zeit dafür. Wir wollen nämlich unsere Schussziele verwerten. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob wir jetzt erst Hemlock Holes nochmal probieren. An und für sich ja, ne? Wäre halt ein bisschen Traglast. Wenn wir Glück haben. Sollte ich aber vorher noch den Perk umändern. Ich hab den jetzt schon Standard mit beim LP-Char drin. Damit ich das ja nicht vergessen kann. So, die haben wir alle. Selbst wenn man fix durchnüdelt. Dann klappt das auch immer schnell. So,
dann einmal zum Koch. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Wie ich mir das vorstelle. Willkommen zu unserem Wochenendgrillen. Zumindest glaube ich, dass Wochenende ist. Es scheint Probleme mit meinem internen Kalender zu geben. Der Hammercoles Golf Club möchte ein Erlebnis für Jung. Gleich zu den Hirschen. Die müssen gespawnt sein und ich muss gleich da sein am besten. Das ist immer das Beste. Komm, 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 beweg dich, beweg dich, beweg dich. Verdammt, da ist mir einer sogar weggeflogen. Vor lauter Sprengstoff. Aber okay, die haben wir schon mal. Ja, wunderbar. Wir haben mal volles Hirschfleisch. Ich glaub's nicht. Wir kriegen sogar noch einen Boni. Einer ist mir vorhin hier direkt ins Gesicht geflogen. Na, davon haben wir hier nur noch den Kopf gefunden. Dürfte passen. Ah, probiere ich jetzt noch die Jaoguais? Probiere ich es oder probiere ich es nicht? Komm. Wir haben Granatenwerfer in der Hand. Was soll schief gehen? Dass sie uns wegfliegen? Kennen wir schon. Ist doch nichts Schlimmes. Das Gute ist, wenn er hier gleich seinen dicken Poshi über die Klippe zeigt, könnte ich ihn ins Watz nehmen und gleich bombardieren und treffe beide. Aber leider tun sie es diesmal nicht. Schade. Okay. Keine Bärchen da. Was für ein Wunder. Die sind auch bestimmt schon wieder da hinten irgendwo. Ich frage mich echt, warum sie denn hier die Bärchen nicht gleich, ne? Da anders hinstellen. Ne, egal. Ich habe mein Hirschfleisch. Das reicht mir vollkommen aus. Das reicht mir vollkommen aus. Weil nur das braucht man ja, um die Quest fertig zu machen. Klar, es gibt einen kleinen Prozentsatz mehr an EP, aber so viel ist das jetzt auch nicht, dass du sagst so, boah, ich muss es unbedingt voll machen. Natürlich, es gibt auch ein bisschen mehr Belohnung. Dann kriegst du statt 6 Wasserflaschen, kriegst du dann halt 8. Achso, doch. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier nicht auch die Karotten hingepackt? Aber das passt. So, dann können wir jetzt einmal alles abgeben. Den Rest durchkochen. Dann müssen wir mal in der nächsten Folge echt gucken. Wie gesagt, das Level Up würde ich gerne noch schaffen wollen. Ich rieche Tod. Den Tod eines köstlichen, unschuldigen Tiers. Ja, das arme Tier. Diese Red-Hirsch-Steaks sehen wirklich gut aus. Ich liebe das Geräusch von rohem Tierfleisch, das über einer heißen Flamme brutzelt. Die Steaks gelingen sehr grünrot. So, wir könnten dann auch nochmal Dolzotz und Bocktown durchziehen. Aber ich habe die Beilagen vollkommen vergessen. Sie müssen mir einige. So, kochen wir hier nochmal schnell alle durch. Oh, und falls Sie Mais oder Möhren finden, könnte ich die auch gebrauchen. Halt, das ist die falsche. Ah, hat er nicht hingesetzt. Gut. Kröten und Bocktown. Na, Bocktown könnte auch nochmal was sein. Oh, gegen die Schallmauer. Mensch, jetzt kommen aber die fetten EP-Events hier. Voice Module online. Hab ich ja richtig Glück. Na gut, gucken wir erstmal bei Dolzotz, dass sie die Kröten schnell genug wegsprengen. Kriegen wir das noch alles noch unter? Ja. So, das tat mir selber weh. So.
Aber Bärchen, die springe ich zwar weg, aber dich loote ich sogar doch. Gut. Krötchen. Ich sehe euch. Also es mit mehr Bewegung ist natürlich mega nice für die halbe Stunde. Ah. Ah, wusste ich. Na, hat er mir das Watz wieder ausgemacht. Und der war schon tot. Moment, ich muss nachladen und AP laden. Sagte Momento. Okay. Da waren die nächsten. Flupp. Und du lebst noch? Meine Güte. So, das ging fix. Ja, Sprengstoff halt, ne? Meierlurk-Horde. Muss ja auch passen, nicht, dass da wieder Jäger und Könige sind. Oder nur so, oh, ist ja nur ein, zwei Jäger. Schnell draufschießen, dann kann mir das Gift gar nichts. Aber bei zwei muss man ja mal ein bisschen was draufsetzen. Glory is the reward of valor. Communist target acquired. Okay. Und die gleich mitnehmen. Frage, warum ist es heute nur eine Welle? Mylurks sind doch nicht so schlimm. Ja, der Hund läuft sogar ganz merkwürdig hoch. Wir haben keinen dritten Behemoth hier. Aber da hinten wieder Nebelkriecher. Na, kommt. Dafür wechsle ich sogar mal kurz die Knarre, damit ich euch schneller platt kriege. Denn euer Fleisch ist wertvoll. Was, nächstes Mal besser kämpfen? Machst du mir hier schon wieder meine Mylurks weg, oder was? Das sind meine. Meine. Freche Supermutanten klauen mir meine Mylurks. Okay, da hinten irgendwo. Bevor er mir auch noch geklaut wird. Halt, stopp. Das ist wenigstens ein König, den ihr mir klauen wolltet. Habt ihr es nur nett gemeint? Hey! Ich höre schon wieder die Raketen durchflitzen. Na? Dir gebe ich auch noch einen Poppes. Aber eigentlich suche ich den Raketenfuzzi. Ja, wir spielen. Klingelingeling. Ich wollte die Dosen haben. So. Da ist er. Rotzfrech mit seinen Raketen. Rotzfrech. Gut, jetzt sind wir sogar überladen. Aber das kriege ich eigentlich mit einem Rathirsch und einem Todeskrallenstick locker wieder raus. Kommen wir nochmal hier. So, Hirschi. Ja, der Hirsch hat alleine schon gereicht. Wollen noch nicht mal mehr Todeskralle fressen. Oder Hamsterbäckchen und so. Ne? Gut. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal natürlich noch einen kleinen Cut. Ich mache mich jetzt noch ein wenig leer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Wo es heißt, noch die letzte Stufe zu schaffen. Also, schaltet wieder ein und bis dann.